7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habe ich noch dieses Gebäude hier gefunden. Das werde ich noch unterbringen. Es ist das Gebäude der Dresdner Bank. Ich werde das dahin stellen, wo früher das Hotelcafé stand. Und zwar hierhin. Etwa so oder so. Oder so, hier kommt noch ein bisschen Grünanlage drumherum oder ein Bürgersteig. Mal schauen. Jedenfalls, hier passt es optimal hin, das Gebäude. Was ich jetzt bauen werde, ist ein Dienstweg für die Eisenbahner vom Stellwerk zum Bahnhofsgebäude. Ich habe das schon mal so ein bisschen passend zurechtgeschnitten. Und jetzt muss ich hier ein bisschen von der Wiese wegnehmen, wegschneiden. Hoffe ich mal, dass das hier reinpasst. Ja, das passt wunderbar. Ja, dann können wir das jetzt mal festkleben. So. Muss ich das hier noch ein Stückchen verlängern. So, das habe ich auch schon mal zurechtgeschnitten. So, und so sieht jetzt das vorläufig fertige Ergebnis aus. Die Eisenbahner überqueren hier den Überweg und gehen dann diesen Dienstweg hin zum Stellwerk. Später, wenn ich jetzt die Nebenbahn fertig haben werde, dann kommen hier die Bahnsteige der Nebenbahn entweder ab hier hin oder man kann sie auch so ab hier machen. Dann würde ich hier noch so eine kleine Treppe runter machen. Auf jeden Fall mache ich das erst, wenn ich die Nebenbahn zu Ende baue. Jetzt soll das erstmal so aussehen. Fertig ist diese Ecke hier natürlich erst, wenn die Zwischenräume hier und hier geschottert sind. Und solange ich hier noch keinen Bahnsteig habe, hier natürlich auch. Aber das werde ich erst später in Angriff nehmen. Und da der Weg zum Stellwerk ja kein öffentlicher Weg ist, sondern ein Dienstweg für die Bahnbetriebsangehörigen, wäre natürlich eine Schranke am Anfang des Weges angebracht. Und so sieht das Ergebnis von oben aus. Jetzt kann ich hier noch den Hausbahnsteig ein kleines Stück verlängern. So, ist auf gleicher Höhe.
Wunderbar. Und jetzt werde ich hier ein paar Treppen runter machen oder demnächst und sie dann hier mit dem Bürgersteig verbinden und zu dem Überweg. So, jetzt werde ich mal sehen, ob die langen Wagen vorbeikommen. Das ist der Fall. Also wunderbar. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. So, ich habe die Anbindung von der Dorfstraße zur Umgehungsstraße mal probeweise ausgelegt und ich denke, das ist eine gute Straßenverbindung. So, ich werde die dann mal festkleben. Ich habe hier schon das Klebeband drunter gemacht und alles zurechtgeschnitten. Hier musste ich es ein bisschen höher machen, weil hier die Platte höher ist und somit also auch die Umgehungsstraße. Jetzt werde ich das mal festkleben. Ich wollte die Umgehungsstraße erst hier gerade durchführen, bis zu der anderen Kreuzung, aber die wäre nicht hier an dem Haus vorbeigekommen. Und ich habe da keine andere Möglichkeit, als das Möbelhaus hier zu platzieren. Deswegen mache ich das lieber hier in die Kurve. Und die führt dann direkt auf die Dorfstraße, die Umgehungsstraße. Anbindung ist hergestellt. Jetzt habe ich hier noch ein Häuschen, das werde ich mal probieren. Entweder stelle ich das hier hin oder hier hin. Hier muss ja noch die Straße verbunden werden, angebunden werden. Oder soll ich das so? Naja, das ist eine Sackgasse, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Und so sieht das Ergebnis von oben aus.